Also wir kommen aus einem Land, wo Menschenrechte in vielen Hinsicht verletzt werden, besonders von der Regierung. Also als Bibliothekar weiß ich besonders gut, dass Literatur wird zensuriert. Die Autoren und Verlage werden unterdrückt und mit Repressalien bedroht. Und das kennt man manchmal in demokratischen Ländern überhaupt nicht in diesem Ausmaß, wie verheerend Verletzung von Meinungsfreiheiten bedeutet. Menschenrechte verletzen beginnt mit einfachste Kleiderverordnungen, was eine Regierung anordnet, Versammlungsverbote, Verbote für Gewerkschaften und jede andere Aktivitäten. Ja, aus diesem Grund denke ich, dass weltweit die Menschen, die es die ganze Mühe auf sich nehmen, in einem anderen Land ein Asyl suchen, sollen zumindest dort ihre Menschenrechte und menschliche Freiheiten zugesagt bekommen. Also wenn jemand mit sehr viel Opfer im eigenen Land und sehr viel Risiko auf dem Weg in einem Land ankommt und dort Asyl sucht, sollte so bald wie möglich zu seinem endgültigen normalen Leben Zugang finden. Sonst, wenn man ein paar Jahre auf einen Bescheid wartet, das ist ein Verlust von Zeit und Leben und für beiderseits, sowohl der oder die, der geflüchtet ist, als auch für die Gesellschaft, was von dieser Person viel profitieren könnte. Diese Zeit soll man minimieren.